Hallo, liebe Rosy, Nosy, Nosy, Rosy, The Nosy, Rosy Zuschauer. Mal wieder eine neue schöne Woche mit den lieben Nosy Rosies. Und ja, vorweg mal eben, ne, da hat jemand einen Kommentar geschrieben, mein Bild hängt schief, aber meine Bilder hängen alle schief. Das hat so seinen Sinn. Ich mag es nicht, wenn alles so normal ist. Deswegen hängen meine Bilder meistens schief. So, ja. Und weil ich zu faul bin, die Wasserwaage rauszuholen und genau zu gucken, ist das jetzt richtig so. Ja. Wir haben diese Woche wichtige Lesben in der Geschichte oder wichtige Lesben jetzt so. Könnte man vielleicht auch eher damit gleichsetzen, berühmte Lesben. Aber muss ich sagen, ich kann da gar nicht viel zu sagen. Denn auch wie sich das bei mir so entwickelt hat, habe ich jetzt nicht mich an irgendjemanden orientiert, also an irgendeiner berühmten Persönlichkeit, die lesbisch ist. Ich hatte da keine Vorbilder oder sonst irgendwie. Von daher, wenn ich mir jetzt irgendeine berühmte Lesbe rauspicke, ja, da würde ich nicht ganz hinterstehen. Von daher habe ich mir überlegt, ich setze zu dem Thema einfach aus. Für mich ist es einfach so, jede Lesbe halt, die sich outet, ist irgendwie wichtig. Also wichtig für die homosexuelle Gemeinschaft, so würde ich das sagen. Und ich glaube, ich fände es eher, wenn zum Beispiel eine Frau Merkel sich dafür aussprechen würde, für die Homosexualität, das fände ich schon eher cool, als wenn jetzt Katy Perry auf die Bühne geht und sagt, yeah, komm, strike, lasst uns die Homosexuellen akzeptieren. Denn ich finde, jede Lesbe, so wie auch ich jetzt hier bei dem Projekt mitmache, ich mache das ja auch nicht nur, um euch damit einen Gefallen zu tun, sondern auch um mir dann Gefallen mit zu tun, also um mehr Toleranz zu fordern für mich, für meine Homosexualität. Und deswegen finde ich das schon mal viel cooler, wenn jetzt irgendjemand kommt, der hetero ist und sich für uns Homosexuellen stark macht. Das würde mir mehr imponieren, als wenn jetzt eine Lindsay Lohan auf die Straße geht und sagt, boah, komm hier, akzeptiert uns. Will ich aber jetzt gar nicht schlecht reden, um Gottes Willen, nein, das auf keinen Fall. Ist einfach meine Meinung. Und ja, dann hatten wir ja auch noch die Buttonverlosung. Jetzt habe ich noch nicht mal einen Button hier. Ich habe die alle gemacht, aber verschickt. Auch ich habe 10 Buttons zu verlosen. Und ich habe mir einfach überlegt, dass die, ja, ich kann ja jetzt nicht hingehen und sagen, soll ich auch irgendeinen Star nachmachen oder so. Ich meine, lasst euch was einfallen, was soll ich tun? Schreibt da unten Ideen runter, was ich für ein Video drehen soll. Oder machen soll, oder was ich erzählen soll, oder was euch interessieren würde. Und ich verlose das einfach an die Leute, die wirklich immer aktiv Kommentare geben. Also es gibt immer ein paar Leute, die wirklich ja, immer mit Herz dabei sind und jedes Video kommentieren. Und für die sind dann, glaube ich, also denke ich mir mal, die 10 Buttons. Ja, und dann wollte ich noch der Dunni eine Videoantwort machen. Die wollte ich eigentlich auf meinen Channel machen, aber habe jetzt gedacht, ich packe sie mit bei. Und zwar hat die Dunni gesagt, dass die Heterosexuellen vom Storch gebracht werden und die Homosexuellen vom Flamingo. Und ich habe so gelacht, ne? Also echt, ich habe am Computer gesessen und habe mich nicht mehr eingekriegt. Und dann kommt meine Tochter, die war schon im Bett am Schlafen und ich habe sie halt wach gelacht, ne? Und sie fragte, warum ich lache. Und da musste ich meiner Tochter erklären, was du, Dunni, da erzählt hast. Und dann sagt die zu mir, ja, wo komme ich dann her? Was bin ich dann? Ich komme nicht vom Storch und ich komme auch nicht vom Flamingo. Ich komme aus deinem Bauch, Mama. Und dann stand ich da. Da musste ich meiner Tochter erstmal eine ellenlange Geschichte erzählen, wie das alles funktioniert und wie das alles so ist. Und ja, es war sehr interessant. Sie hat sich dann entschieden, okay, dann bin ich auch vom Flamingo, weil Männer küssen findet sie eklig. Oder Jungs küssen, hat sie gesagt. Fand ich schon sehr interessant. Also, ja.
Das wollte ich noch sagen und ich verabschiede mich einfach mal. Ihr kommentiert jetzt fleißig, was ich für euch tun kann, ein Video drehen kann, was ich einfach, weil habt ihr eine Idee? Was wollt ihr sehen? Was wollt ihr hören? Stellt mir Frage oder gebt mir eine Aufgabe. Und die coolsten Aufgaben und Fragen und Kommentare kriegen natürlich einen Nosy-Rosy-Button. Okay? Gut, dann wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Tschüss!